So, Beheading? Nein. 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 Ich will Englisch. Flux, Flux. Additional Modifiers. Dia und Goldblock. Okay. Und ein Goldapfel und ein Dia-Block. Und ein Nether Cube. Okay, also jetzt ein... Discord ist so hochqualitativ scheiße wie noch... Ja, es ist zum Kotzen, aber schon die ganze Zeit. So, ein... Goldapfel und ein Dia-Block. Nether Cube haben wir gerade nicht. Warte mal, braucht das eine bestimmte Verzauberung? Scheinbar nicht. Okay. Das geht schon mal nicht. Modifiers 2. Yay. Geht das jetzt? Wie kommt man denn an einen verzauberten Goldapfel? Goldblöcke um Apfel. Ja, nee, an einem verzauberten. Ja, das sind ja Goldblöcke um Apfel. Ach so. Stimmt, dann ist das, wie ich immer Deutsch eingebe, dann ist das ja ein OP. Wie viel Strom haben wir? 4, 5, 6, 7. Ich brauche jetzt mehr Strom. Das ist jetzt mein Problem. Wofür brauchst du denn mehr Strom? Warte. Ich brauche 1, 2, 3, 4. Eine Billion Energie. What the fuck? Wofür? Oder warte. 1, 2. 8 Nullen hinter der 1 ist eine Billion, ja. Wofür brauchst du eine Billion? Mobsholz brauche Spawner, dazu brauche ich einen Draconic Sword Charged. Und um die aufzuladen. Hä, du brauchst einen Mobspawner? Wofür brauchst du einen Mobspawner? Nimm doch die Cursed Earth. Aber den Mobspawner brauche ich halt, um die ganzen Sachen zu spawnen. Dazu brauche ich eine Soul und die bauen wir nachher auf einen wie heißt der nochmal, Drachen? Du kannst doch einen Autospawner nehmen. Hä? Du kannst doch die Viecher, die du nachher spawnen willst, kannst du doch in den Autospawner packen. Ja, der ist aber nicht so effektiv wie der Draconic, deswegen. Ach so. Ja, gut, dann mach. Du machst das schon. Du weißt schon, was du tust. Ja, ja, sicher. Wo haben wir hier genug Platz? Das hört sich ja, Wo haben wir hier genug Platz? Wo haben wir hier genug Platz? Ich müsste einen Reaktor bauen. Du müsstest einen Reaktor bauen. Der kommt... Ja, wie soll ich sonst eine Billion Energie bekommen? Ja, ja. Der kommt, hier unten hin. Hier kommt der große Reaktorraum hin. Ei, was ich mir da wieder anhänge. Wo bist denn du? Du weißt doch hier, der gegenüber von der Autoschmelze, von der Villager-Schmelze. Ja. So, hier. Geht doch eine Treppe noch ein bisschen weiter nach unten. Hier kommt der Reaktorraum hin. Hier? Ja, hier. Ah, ich weiß, was mir noch... Auf die Schnelle. Echt, was denn? Eine Draconic Pickaxe. Das kannst du machen, ja. Sie ist erstens schneller als deine, weil ich brauche da nicht so lange rumgammeln wie du. Und drittens, ich hab sie. So, auf was verzauber ich die? Keine Ahnung, Efficiency 5? Oh, die kann man gar nicht verzaubern. Ja, nee, Efficiency hat die schon. Das ist nicht mehr. Achso. Ich kann zum Beispiel, Dick Speed ist 100. Size kann ich auf 3x3. Ja. Die geht auch auf 5x5. Nein, nein, das ist die größere. Aber ich glaube, meine ist wie im Creative abbauen. Kannst du auch gleich angucken, warte.
Halt wieder eine, glaube ich. Okay. Ja gut, aber ich bin mit meinem Hammer ehrlich gesagt auch nicht mehr weit davon weg. Du, ich kann das aber noch upgraden. Ja, ich kann meinen Hammer auch noch upgraden. Dein Hammer hat eine Upgrade-Beschränkung. Das stimmt. Ja. Ich kann ja noch Enchantment booken. Wie zum Beispiel Efficiency 9826 Millionen. Ja. Passt schon. Alles gut. Ja, ja. Jetzt geht mir mein Magnet gerade auch auf den Sack. Warte mal, wie hieß noch mit dieser Anzeigeblock? Bildersblock, ne? Funktioniert der mittlerweile eigentlich? Weiß ich nicht. Siltstone sieht ja auch interessant aus. Haben wir noch Enchantment Books? Weiß ich nicht. Blast aber kannst ja zur Not welche enchanten. Im Advanced Enchanter kannst du dir aussuchen, was du haben willst. Nee, meine Dings-Spitzhacke geht dann nicht rein. Ja, aber Books gehen da rein. Achso, stimmt. So, erstmal den ganzen Müll auf den Boden fallen lassen. Ich pack den ganzen Müll ins ME. Und wenn man mit der Jetta Wrench auf das ME-Terminal klickt. Silk Touch Efficiency. Efficiency 2. Enchant. Fertig. Silt. Was kann man noch gebrauchen? Kann man da was Interessantes draus machen? Silty Dirt. Core Silty Dirt. Polished Siltstone. Ey, wie geht jetzt mein Hammer? Möchte ich jetzt wissen. Was? Links. Ich hab Efficiency 2 und Haste 1. Ah, Haste hast du? Geht doch nicht mal rein. Efficiency 2 drauf. Okay. Was bringt's? Oh, ja. Jetzt ist es wie im Creative. Warte mal, gab's nicht auch mal irgendwie diese Handschuhe, der... Diese Haste-Handschuhe? Diese Geschwindigkeitshandschuhe? Aber wie heißen die denn? Ja, Minecraft, stürzt bitte nicht ab. Welche sind das denn nochmal? Gibt es die nur bei Soundcraft? Nee. Reactor Casings. Beat. Brauchst du Kohle oder so? Was soll ich brauchen? Kohle? Kohle. Jo. Nö, grad nicht. Gut, weil wir haben auch keinen mehr. Das ist gut. Arbeitet die Ender Query nicht? 10.136 Blocks scannt und es geht nicht weiter. Die hat volle Energie. Item. Send. Receive. Ja, was stimmt da nicht? Warum arbeitet die nicht weiter? Ich mach mal erstmal in eins der großen Rechner. So. Import-Bus-Device online. Läuft. Was? Was sagst du, wie groß soll der Reaktor anfänglich sein? Keine Ahnung. Extract always active. In den Reaktorraum kommt auch noch die Draconium-Speicherzelle, oder? Können wir, müssen wir nicht zwingend, aber ich glaube, das wäre ganz cool, wenn der Draconium-Ball dahinter irgendwie dann so durchscheint oder so, oder? Ja. Oder willst du den, was wir eventuell auch machen könnten, wäre den Draconium-Ball hier nach ganz unten in die Tube legen. Genau, wollte ich gerade auch sagen. Einfach ganz unten.
Das soll dann irgendwie so ringsrum Wasser runterfließen lassen oder irgendwie sowas. Wäre bestimmt auch ganz fett. Können wir ja mal gucken. Wo war ich jetzt gerade mit dran? Ja, genau, warum die Ender Query nicht weiterarbeitet. Wie Frequency 0. Hä? Das ist doch ein Anzeigebug. Energy Mode Send. Receive, Receive. So, machen wir den Import-Bus mal eben ab. Ich check das nicht, irgendwas stimmt da nicht. 10.136, immer noch das gleiche. Hä? Die macht doch gar nicht... Mining at 116, 28, 29. Die meint doch die ganze Zeit den gleichen Block. Also den Reaktor, den ich baue, wird schon mega groß. Minus 116, 28, 29, okay. So. Minus perfekt. 116. Ich check nicht, was für ein Problem die Ender Query hat. Die meint die ganze Zeit am gleichen Block. So, jetzt arbeitet sie erstmal wieder. Keine Ahnung. Die Ender Query ist auch ein Chunk Loader, also check ich alles irgendwie nicht. Hä? Wieso sind hier jetzt Ingots und Glas und so was drin? Ach so. So, läuft. Ach ja, genau. Ich wollte mal gucken, ob der Bilder... Nee. Building Guide, Enhanced Building Guide. Was kann denn der Enhanced Building Guide? Ach komm, bauen wir den. Glas. Wir haben kein Glas. Ich benutze gerade alles. Wir haben nicht mal Sand. Wir brauchen auf jeden Fall Sand irgendwo. Ja, eigentlich sollte jetzt ja mal, dadurch, dass sie da jetzt weitermacht, eigentlich auch mal wieder Sand reinkommen. Wow, wieso hatte ich gerade so FPS, Überschuss? Ich sehe es schon wieder nicht. Theoretisch müsste ja funktionieren, aber ich sehe es nicht. Siehst du nicht? Ich sehe die Blöcke nicht, die er eigentlich anzeigen sollte. Vielleicht weil er zu groß ist für diesen Raum? Nein. Es gibt, warte, wo ist er jetzt? Kobold, Zylinder, Sphere... Oh. Entschuldigung. Es wäre... Komm schon. Planes Access. So, da müsste rein theoretisch an jeder Seite aus diesem Block müsste dann jetzt zum Beispiel so eine Blockgedöns da rauskommen. Tut das aber nicht. Ah, warte mal. Ja, geil. Es funktioniert. Do you see the mistake? Nee, ich bin gerade am Glas machen. Ich habe einen Redstone-Block vergessen. Ach so. Boah, und ich habe mich da im Off, glaube ich, irgendwie eine Stunde oder so mit rumgequält. Oder eine halbe Stunde. Sag mal, was bist du da eigentlich am Pressen? Der Sound nervt. Gut, dass das irgendwann in den Verarbeitungsraum kommt. Nur am Motzen wieder, ey. Ja. Nix Produktives geleistet, aber am Motzen. Du mich auch, ey. Oh, ich glaube, ich gehe mal eben nach draußen.